Hallo, grüßt euch hier zu einem neuen Video auf YouTube. Ich bin Björn und ich freue mich mega, dass ihr da seid. Heute mal ein ganz kleines Update-Video zum Thema Schaltung, SRAM neu einstellen oder einfach mal nochmal nachstellen. Bei mir ist folgendes Problem. Ich habe es euch im Video gemacht vor 2-3 Wochen, gerade mal oben mit Ecke verlinkt, als auch unten in der Beschreibung, über den kompletten Schaltungswechsel am SRAM Schaltwerk. Also das heißt, es neue Kassette, neues Schaltwerk und neue Kette, also alles neu. Und einen neuen Zug habe ich auch noch eingezogen. Und jetzt habe ich gemerkt, nach so 1-2 Wochen ist die Schaltperformance immer schlechter geworden, weil es halt einfach immer sich ein bisschen gesetzt hat, die ganze Geschichte noch. Und man muss noch mal ein klein bisschen nachstellen. Also meine Empfehlung, schaut einfach mal nach 1-2 Wochen nochmal, ob noch alles von der Schaltperformance stimmt. Man merkt sie aber im Schalten eh, wenn es unsauber läuft. Und bei mir läuft es unsauber. Deswegen ab ein Schaltwerk nach hinten und dann stellen wir es einfach mal nach ein. So, schaut mal, so einfach geht es einstellen vom Schaltwerk. Und ihr seht schon eins, ich bin jetzt hier im schwersten Gang runtergeschalten und der schält mir nicht mehr in mein kleinstes Zahnrad runter. Jetzt haben wir das Problem, hat sich gesetzt die ganze Sache, die wahrscheinlich sind auch ein paar dieser Hülsen ein bisschen nach hinten gerutscht, ist ja vom Prinzip völlig klar. Und nochmal müssen wir also nochmal einstellen. Guckt aber bitte nach, dass er oben am Lenker die Stellschraube für eure Zugspannung so mittel habt, dass ihr nachher noch genügend Luft habt, um eure Gänge hier nochmal einzustellen. Das ist aber eigentlich, was man machen muss, das Einzigste. Dann haben wir hier zwei Schrauben. Wir haben hier diese zwei kleinen Schrauben, die brauchen wir da dafür. Die haben wir schon längst gemacht, die ist im Abstand zwischen Schaltrolle und Kassette, die muss stimmen, sonst wird es gar nicht funktionieren. Und diese hier sind für das Einstellen des Endpunktes. Die innere Schraube ist für diesen Endpunkt, also diese Seite, und die äußere Schraube ist für diese Seite zum Einstellen. Jetzt gehen wir einfach mal in die Schraube rein. Das ist jetzt in meinem Fall hier bei SRAM ein 3er Inbusschlüssel. Und jetzt drehen wir den einfach mal so weit, bis das Schaltwerk bis nach außen läuft. Sieht man auch recht schön, bis nach außen läuft. Und dabei tut man einfach mal das Rad bewegen. Und wenn er es schafft, dann sollte er aber, auch wenn er unten ist, keine Geräusche mehr machen. Deswegen schalten wir es mal einen Gang höher, ob es auch nach oben geht wieder. Und da heißt es einfach also ganz klein ein bisschen spielen, bis es vom Geräusch auch einem gefällt. Und bei mir, ich will noch einen kleinen Tick weiter raus, aber das ist wirklich jetzt eine Mühe. Was er da so weit macht, könnt ihr euch die Kette auch runterrutschen von eurer Kassette nach außen, was doof wäre. So, ich habe keine Geräusche mehr drin. Dann gehen wir mal ganz auf den obersten, den leichtesten Gang, das größte Zahnrad. Der sieht relativ gut aus, kommt der auch gleich wieder runter. Ja, der obere Einschlag, der stimmt. Den kann ich mir so lassen. Und dann müssen wir halt jetzt noch gucken. Wenn wir unten nochmal ankommen, ja, er geht runter komplett und einen Gang wieder hoch. Und dann heißt es halt eine Proberunde drehen und mal nachschauen, je nachdem, wie die Gänge auch so laufen. Ich habe noch eine weitere Einstellung, wenn der Endpunkt hier und der Endpunkt hier stimmt, haben wir noch oben dieses kleine Rädchen vom Anfang am Lenker an der Schaltung, wo wir die Spannung einstellen können, dass die Gänge in sich sauber laufen. Schauen wir uns mal oben an. Und hier haben wir jetzt dieses kleine Einstellteil noch dran, hier am Lenker. Und hier kann ich jetzt drehen und kann quasi den Zug unter mehr oder weniger Spannung setzen. Und darüber reguliere ich dann nachher noch, wenn die Gänge jetzt beim Fahren unsauber schalten, kann ich über dieses Rädchen, indem ich einfach den Zug mehr Spannung setze, einfach ein bisschen nach oben schalten lassen, in leichteren Gänge, Spannung raus, eher nach unten fallen lassen in die schwereren Gänge. Heißt aber einfach bitte spielen. Und da wirklich, das hat so Klicks drin, da würde ich nicht viel drehen, sondern da reichen wirklich so 1-2 Klicks und die Welt ist schon in Ordnung, dass das Ganze wieder sauber schält. Würde ich ab und zu mal machen, wenn ich eh mein Bike kontrolliere oder wenn ich merke, die Schaltperformance leidet, dann muss an der Schaltung, die per Bautenzug läuft, eh mal ab und zu mal das nachbessern. Aber wenn ihr bald Aussichten auf digital elektronisch schalten, dann die Probleme hoffentlich dann mal alle weg. Aber für die, die noch alle manuelle Schaltungen fahren, könnt ihr einfach hier aus dem Video ein paar Sachen mitnehmen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Abo da, lasst ein Like da und bis zum nächsten Mal. Ich freue mich auf euch. Macht's gut und bis dann. Ciao.